Zu meinen besten Freunden zählen die Bücher. Ich habe eine riesige Bibliothek unter dem Dach. Und das Buch der Bücher ist die Bibel. Ein Freund der Bibel ist Kardinal Hieronymus, der nach seinem Dienst am Hofe des Papstes Damasus in Ungnade gefallen war und sich dann nach Bethlehem ins Heilige Land zurückgezogen hat, um dort die Bibel zu übersetzen. Diese Bibelübersetzung war für seine Biografie mindestens so wichtig wie die Karriere am päpstlichen Hof. Und Hieronymus sagt einmal, die Heilige Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Ein Motto auch für uns. Ein Motto, das auch die katholische Bibelföderation sich zum Maßstab gemacht hat. Die Heilige Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Ich selber habe die katholische Bibelföderation schon kennengelernt, als ich in Rom studierte und später am Vatikan arbeiten durfte. Die katholische Bibelföderation ist international aufgestellt. Sie beschäftigt sich einerseits mit der Bibeltheologie als Wissenschaft, aber das Eigentliche ist, dass sie versucht, die Botschaft der Bibel pastoral, das heißt in die Seelsorge der Ortskirchen umzusetzen. Daher ist die katholische Bibelföderation ein Global Player. Ich freue mich sehr, dass sie in Rom zwei Andockpunkte hat. Auf der einen Seite die Kongregation für die Evangelisierung der Völker, wir würden heute sagen das Missionsministerium des Papstes, und gleichzeitig ist die Bibelföderation angesiedelt beim Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen, nämlich beim Ökumene-Ministerium, also beim Schweizer Kardinal Kurt Koch. Ich selber darf schon jahrelang bei der katholischen Bibelföderation mich engagieren als Vorstandsmitglied. Und ich empfehle die Unterstützung, aber auch die Identifikation mit diesem globalen Werk. Wenn es diese Bibelföderation noch nicht gäbe, man müsste sie erfinden, weil es hier nicht nur darum geht, national oder sprachlich die Heilige Schrift zu übersetzen oder zugänglich zu machen, sondern die Schrift in den Dialog zu bringen mit Kulturen, mit verschiedenen Sprachen, auch ökumenisch mit anderen Kirchen und Konfessionen. Ich freue mich über die Existenz der katholischen Bibelföderation, deren Sitz im Moment noch in St. Ottilien ist, bei den Missionsbenediktinern. Und die Hoffnung besteht darin, dass möglichst bald der Umzug nach Rom stattfinden kann, nämlich in die Nähe des Papstes, in die Zentrale der katholischen Kirche. Dort gehört sie hin.